Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. Ja, wir beschäftigen uns heute weiter mit dem Grundgesetz, und zwar mit der Vorlesung Grundgesetz 3, die sich mit der Ordnung Deutschlands befasst. Das wird die vorletzte Präsentation bzw. das vorletzte Video zum Thema Grundgesetz sein, da wir dann die wichtigsten Sachen durchhaben. Ich werde daher innerhalb dieser letzten zwei Sachen nicht näher auf das politische System und dergleichen eingehen. Das ist für diejenigen, die Politikwissenschaft vielleicht studieren, eventuell interessant. Das werde ich jetzt nicht so direkt machen, weil ich das nicht denke, dass die meisten das brauchen werden. Okay, die Gliederung hält sich wirklich sehr kurz und überschaulich. Das erste ist Bund und Rechtsstaatlichkeit, das zweite ist Bundestag und Wahlen. Ihr seht, ich mache die wichtigsten Sachen, aber halt wirklich zu diesen ganz kleinen, fast schon pingeligen Sachen möchte ich mich nicht weiter äußern. Okay, fangen wir mit dem ersten an. Und zwar geht's da los im Artikel 20 Absatz 1. Der besagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Was bedeutet das? Naja, schauen wir uns erstmal an, was demokratisch bedeutet. Das bedeutet so viel wie Staatsvolk oder auch Herrschaft und damit Herrschaft des Volkes und leitet sich aus dem altgriechischen Demos und Gratia ab. Das bedeutet in so viel wie, dass Macht und Politik über gewählte Volksvertreter vom Volk ausgeführt werden. Und die Aufgabe der Politik ist, dem Volk zu dienen, nicht umgekehrt. Der zweite Teil innerhalb dieser Definition des Artikels ist der Sozialstaat. Und das bedeutet so viel wie, dass der Staat in die Wirtschaft eingreift und dieser Grenzen setzt. Das System nennt man dann auch soziale Marktwirtschaft. Ziel dabei ist es, das Existenzminimum eines jeden Bürgers zu sichern. Weil eine totalitäre Marktwirtschaft, wenn man so wollte, ohne staatliche Grenzen, könnte leicht dazu führen, dass Monopolismen sich durchsetzen oder nur Monopolismen sich mit der Zeit durchsetzen und jeder Bürger gezwungen wäre, Sachen zu tun. Daher muss ein gewisser Riegel vorgeschoben werden, damit überhaupt erstmal auch die Menschenrechte, die wir in den vorigen zwei Vorlesungen betrachtet haben, nicht dadurch indirekt eingeschränkt werden. Was bedeutet es noch? Es bedeutet die Ermöglichung des Beitritts in staatliche Versicherungen, unabhängig von Einkommen, die sogenannten Pflichtversicherungen, und natürlich der Schutz der Familie, der bereits in Menschenrechten einmal deutlich hervorgehoben wurde. Okay, machen wir weiter mit dem Artikel 20 Absatz 2, der besagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Das nennt man dann auch Gewaltenteilung. Das heißt, dass nicht eine Gewalt oder eine Instanz alle Rechte innehat. Und die drei Gewalten, die sich hier indirekt daraus ergeben, nicht mit dem Namen selbst, aber von der Sache her sind sie es, es ist die exekutive Gewalt, das ist die ausführende Gewalt, wie der Name schon sagt, und die dient halt dazu, dass Gesetze umgesetzt werden und ihre Einhaltung überwacht wird. Die bekannteste Exekutivgewalt ist die Polizei. Die zweite Gewalt ist die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt, und deren Aufgabe ist, dass sie demokratisch Gesetze beschließen und die zur Ordnung des Landes und seiner Einwohner dienen. Last but not least die Judikative, also die richterliche Gewalt, die entscheidet über Gesetzverstöße und deren Folgen und überprüft indirekt damit auch die Legislative. Diese drei Instanzen zusammen ergeben, wenn wir so wollen, den Rechtsstaat. Und das kann man mal, weil das relativ unbekannt ist und hier nicht direkt hervorgeht, erklären, wie denn Gesetze überhaupt zustande kommen. Ist erstmal so, die Politiker beschließen ein Gesetz, es wird ein Gesetzentwurf sozusagen eingereicht, der kommt zum Bundestag. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man dort zustimmt oder auch nicht. Betrachten wir mal den Fall, ihm wird zugestimmt, dann kommt er erstmal zum Bundesrat, das ist eine andere Instanz. Stimmt der auch zu, tritt das Gesetz in Kraft. Bei unserer aktuellen Politik, die wir haben, sind sich die Politiker sehr einig, deswegen werden momentan sozusagen die Gesetze ziemlich schnell durchgewunken und es gibt eigentlich nur selten den Fall, dass nicht zugestimmt wird. Wenn natürlich jetzt Parteien an der Macht sind, die sich nicht einig sind, ein krasses Beispiel wäre eine sehr linksradikale oder eine sehr rechtsradikale Partei, würden wahrscheinlich fast alle Gesetze auf eine der beiden Instanzen dann geblockt werden. Okay, nehmen wir aber den Fall an, der sein kann, beide lehnen es ab. Oder, was heißt beide? Entweder der Bundestag lehnt es ab oder der Bundesrat, so ist es genauer. Dann
ist das Gesetz nicht in Kraft getreten, sondern es wird ein Vermittlungsausschuss gegründet. Der hat die Aufgabe, das Gesetz zu überarbeiten. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ausnahme hier dabei ist natürlich, wenn der Vermittlungsausschuss sagt, nee, das wird nichts, wir können das Gesetz nicht überarbeiten, dann wird es halt nicht verabschiedet und ist Baby weg. Kommen wir zum Artikel 20 Absatz 4. Der besagt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, also die deutsche, zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das bedeutet so viel wie, dass jeder Deutsche jeden, der die Ordnung Deutschlands irgendwie bekämpft, mit allen Mitteln selbst bekämpfen darf. Dabei ist sogar Mord zulässig. Allerdings gilt hierbei natürlich das Prinzip der mildesten Mittel, das heißt, erstmal müssen alle anderen Mittel versagt haben. Aber demnach wäre auch ein Tyrannenmord möglich, das heißt, den Herrscher zu töten, wenn er eindeutig die Ordnung gefährdet. Kommen wir zum Artikel 21 Absatz 1. Der sagt wortwörtlich aus, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, ist denke ich bekannt. Ihre Gründung ist frei, müsste ja auch so sein. Ihre innerliche Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Das interessante Punkt, der letzte Satz, den die meisten nicht wissen, man kann direkt auch einsehen, welche Parteien welche Sachen machen. Man müsste das einfach nur mal googeln. Was bedeutet das aber? Naja, hier gibt es noch wieder mal so einen kleinen Zusatz, Artikel. Und zwar Artikel 21 Absatz 2, kein eigenständiger Artikel, sondern Absatz in diesem, sagt, sind jedoch Parteien, welche gegen die demokratische Grundordnung verstoßen, vorhanden, sind diese automatisch verboten. Das muss natürlich allerdings erstmal vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden. Das Problem ist hierbei, nehmen wir mal eine Partei, die sich ABC nennt und die verstößt eindeutig dagegen. Dann kommt halt das Bundesverfassungsgericht zusammen, berät sich und legt eventuell fest, ABC ist verboten. Ja, dann hat die halt nicht mehr den Namen. Wenn die sich dann BCD nennen würden, wäre es theoretisch wieder möglich. Daher ist es schwer, auch eine Partei allgemein zu verbieten. Okay. Artikel 25 besagt, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Ist eigentlich ziemlich klar, bedeutet so viel wie, dass Menschen- und Völkerrechte Vorrang vor anderen Gesetzen haben und allgemeingültig sind. Macht ja auch Sinn. Der 29 Absatz 1 ist etwas länger, der sagt, das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, dass die Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbundenheit, ein wunderschönes Wort, bedeutet einfach so viel wie Zugehörigkeit zum Bundesland, die Verbundenheit selbst, also der Bayer, der sich halt bayerisch fühlt, oder der Nürnberger, das ist schon wieder städtisch, der Sachse, der sich sächsisch fühlt, meinetwegen, die sind halt dann landsmannschaftliche Verbundenheit, haben die dann. Weiter ein Zitat, die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung zu berücksichtigen. Okay, was heißt dieser ausführende Artikel? Der sagt im Prinzip, wenn eine Neugliederung zulässig oder möglich ist, es muss halt all das, was da oben steht, berücksichtigt werden. Und dann gibt es noch etwas genauere Vorschriften, die sich in der Regel nach der Einwohnerzahl des Gebietes richtet. Das finden wir dann in Absatz 7 und 8 des Artikels. Und zwar bei einer Einwohnerzahl zwischen kleiner oder gleich 50.000 muss ein Staatsvertrag zwischen den betroffenen Ländern oder Bundesgesetze verabschiedet werden, damit das funktioniert, und die betroffenen Gemeinden müssen gehört werden. Ist die Population größer, greift Absatz 2 und 3 des Artikels, dann kann eine Neuordnung nur dann stattfinden, wenn allen betroffenen Ländern mittels Volksentscheid zugestimmt werden muss und die betroffenen Länder müssen gehört werden. Okay, Artikel 31 sagt, Bundesrecht bricht Landesrecht, ist eigentlich eindeutig, bedeutet so viel wie, dass Gesetze der Länder nicht dem Gesetz des, wenn ein Gesetz der Länder nicht dem Gesetz des Bundes entspricht, ist es ungültig. Artikel 33, jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Mit Land sind dabei, muss man dazu sagen, die Bundesländer der BRD gemeint und nicht andere Staaten, wie man vermuten würde. Das regelt einfach nur, dass für alle Bundesländer dieselben Regeln mehr oder weniger gelten.
Machen wir dazu mal eine Übung. Ich habe euch hier drei Aufgaben erstellt und eure Aufgabe besteht darin, diese zu lösen. Natürlich sollt ihr, wie so oft, die Gesetzesgrundlage angeben und natürlich auch eure Antwort begründen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, drückt euch die Daumen. Am besten ihr pausiert hier das Video, ich springe zur Lösung und dann schauen wir mal, was so rauskommt. Okay, kommen wir zur Lösung. Fall A. Nein, denn hierbei handelt es sich gemäß Artikel 31 Grundgesetz um ein Landesgesetz. Das verstößt gegen ein Bundesgesetz in dem Fall und nach Artikel 29 Absatz 1. Und damit klappt das halt nicht, weil Bundesgesetz schlägt Landesgesetz. B. Für seine Tat kann er nicht bestraft werden, denn nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes hat er die demokratische Ordnung Deutschlands verteidigt. Hierbei, hatte ich vor uns erwähnt, muss man dann halt dieses Prinzip bedenken, dass halt nicht sofort radikale Mittel gewählt werden dürfen. In dem Fall kann man aber sagen, dass er alle möglichen Mittel wie Kontakt der Polizei, BND und so weiter ausgeschöpft hat und der Mord damit nicht unverhältnismäßig war. C. Ja, die Gewaltenteilung ergibt sich aus Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz. Das sind die drei, ich habe sie einfach nochmal von meiner vorigen Folie kopiert. Das ist die ausführende Gewalt, die gesetzgebende Gewalt und die richterliche Gewalt, kurz Exekutive, Legislative, Judikative. Die Exekutive, die Gesetze umsetzt, die Legislative, die Gesetze im Prinzip macht und die jede Judikative, die Gesetzverstöße überprüft und ahndet und Legislative und indirekt fast sogar schon Exekutive überprüft. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt auf der Tagesordnung, Bundestag und Wahlen. Das beginnt eigentlich ab Artikel 38 und hier der Absatz 1 besagt, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Das sind also die fünf Wahlgrundsätze. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Ist eigentlich ziemlich toll, wenn das so eine Reindefinition wäre. Ja, in der Theorie ist es wie immer toll. Okay. Kommen wir zu diesen Wahlgrundsätzen, auf die sollten wir nochmal näher eingehen. Alle Deutschen haben ab dem 18. Jahr aktives und passives Wahlrecht. Jeder muss für sich selbst wählen, Abtretung an Dritte nur unter besonderen Regelungen möglich. Ah ja, das allgemein, dann unmittelbar, dann frei heißt, dass jeder frei entscheiden können muss, ohne Zwang und Verpflichtungen, gleich, jede Stimme zählt gleich und jeder Wähler hat gleich viele Stimmen, geheim, Wahlen sind anonym, niemand muss mitteilen, wen er gewählt hat. Deswegen muss man auch den Wahlzettel immer gefaltet abgeben, damit halt keiner drauf gucken kann. Was allerdings noch interessant ist, ist bei jede Stimme zählt gleich und jeder Wähler hat gleich viele Stimmen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war Rau, also der Politiker Rau. Und der hat, glaube ich, gesagt, wie wäre es denn, wenn man die Stimmen, statt sie zu zählen, wiegen könnte. Tatsächlich auch mal eine interessante Sache, ist psychologisch natürlich undenkbar, aber das würde mich tatsächlich auch interessieren. Also wäre mal eine Idee, die man das testen kann, im Kommentar würde ich mir das gerne mal durchlesen und selbst eventuell dann mal eine Art kleine Studie durchführen, wenn mir das denn meine Mittel ermöglichen. Ich bin gespannt, falls ob da was kommt. Okay, gehen wir weiter im Text durch. Artikel 38 Absatz 2 besagt, wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. Ja, damit kommen wir dann auch zum Paragraph 2 BGB, der sagt, dass ab dem 18. Lebensjahr eine Volljährigkeit eintritt. Folglich darf man ab dem 18. Lebensjahr wählen und auch gewählt werden. Wenn man selbst wählt, ist man auch aktiv, das aktive Wahlrecht. Wenn man sich wählen lässt, übt man sein passives Wahlrecht aus. Artikel 39 Absatz 1 besagt, der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf 4 Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Der letzte Satz bedeutet einfach nur, dass können nicht zwei Bundestage gleichzeitig aktiv sein, was auch Sinn macht. Okay, einer der folgenden Sachen ist 42 Absatz 1. Der Bundestag verhandelt öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit 2/3-Mehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nicht öffentlicher Sitzung entschieden. Sprich, wenn die Mehrheit sagt, wir möchten das unter Ausschluss der Bevölkerung machen, ist das durchaus möglich. Ansonsten sind Verhandlungen öffentlich. Hierbei stellt sich natürlich eigentlich eine relativ ethisch-moralische Frage. In einem demokratischen Rechtsstaat
der wirklich diese ganzen Grundrechte hat, frei, gleich und so weiter. Und einer Demokratie, die vom Volke gewählt und durch das Volk bestimmt wird und das Volk natürlich vertritt und damit die Aufgabe hat, eigentlich dem Volk zu dienen. Ist jetzt meine subjektive Meinung vielleicht, aber eigentlich relativ sachlich auch, finde ich, ist es kontraproduktiv, wenn so etwas nicht öffentlich ist. Weil wie kann etwas, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn auch von Volksvertretern, beschlossen wird, wie kann das denn überhaupt wirklich die Öffentlichkeit repräsentieren? Das finde ich ist immer eine sehr, sehr kritische Sache. Okay, Artikel 42 Absatz 2, damit ich mich jetzt nicht zu sehr vertiefe, besagt, zu einem Beschlusse des Bundestages ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Das bedeutet so viel wie, nur wenn mehr Abgeordnete für als gegen einen Beschluss stimmen, wird dieser erlassen. Enthaltungen zählen nicht mit hinein. Gut, macht Sinn. Bei 100 Leuten, wenn 60 Ja sagen, 30 Nein, 10 enthalten sich, sind 60 von 90 Stimmen Ja. Damit ist es verabschiedet. Interessant ist, dass oftmals eine Koalition, also ein Zusammenschluss von mehreren Parteien, durchgeführt wird, damit diese Koalition dann halt mindestens 50% der Stimmen hat, um so eine Mehrheit zu erlangen. Damit überhaupt diese Vorschläge halt relativ gut durchkommen. Bedenken müssen wir aber, dass jeder Abgeordnete ein eigenes Stimmrecht für sich hat. Also er muss nicht das sagen, was die Partei ihm in Anführungszeichen in den Mund legt oder was die Partei selbst propagiert, weil wir haben ja vor uns gelesen, dass jeder Abgeordnete nur frei nach seinem Gewissen handelt. Und das ist eigentlich interessant, deswegen kann es sein, dass man auch, wenn man durch die Koalition die Mehrheit hat, es aus der eigenen Richtung Gegenstimmen gibt und damit etwas nicht eintritt. Machen wir eine Übung, um das zu vertiefen. Hier wieder drei Aufgaben. Ihr sollt wieder diese lösen, begründen und Gesetzesgrundlage nennen. Ich bin gespannt, wie ihr das löst. Pausiert am besten das Video, macht euch ein paar Notizen. Ich bringe zur Lösung und dann schauen wir mal, ob wir dasselbe raus haben. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Falla! Ja, hier greift der Artikel 38 Absatz 2 des Grundgesetzes, der dann sagt Nein, mit der Begründung, dass er zunächst, und zwar sowohl für das aktive als auch für das passive Wahlrecht, das 18. Lebensjahr vollendet haben muss. Wäre jetzt nicht falsch, auch noch auf Paragraph 2 BGB zu verweisen und zu sagen, die Volljährigkeit tritt mit dem 18. Lebensjahr ein, ist hier noch nicht eingetreten. Und damit ist 18 Lebensjahre auch vorgeschrieben für das aktive Wahlrecht. Passive Wahlrecht, Entschuldigung. B. Ja, eine Mehrheit ist bei mehr als 50% erreicht. Also benötigen Sie mindestens 19 Sitze durch Ihren Koalitionspartner, damit Sie 51 von 100 Stimmen haben. Das ist in Artikel 42 Absatz 2 Grundgesetz nachzulesen. Ja, C. Da habe ich einfach wieder meine Aufstellung kopiert. Das waren die Wahlgrundsätze. Allgemein, dass jeder ab dem 18. Jahr aktives und passives Wahlrecht hat. Unmittelbar, dass jeder für sich selbst wählen muss und Abtretung an Dritte nur unter Sonderregelungen möglich ist. Das heißt, wenn man selbst irgendwie unfähig ist, das ist ziemlich streng gehandhabt, man muss es beantragen und so weiter. Frei, jeder muss halt frei ohne Zwang entscheiden dürfen, gleich, dass jede Stimme halt eine Stimme nur entspricht. Und geheim, dass keiner irgendwie preisgeben muss, wen er warum, wieso, weshalb gewählt hat. Okay, damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Das war der dritte Teil von vier Vorlesungen zum Grundgesetz. Ja, in 2 Wochen mache ich dann weiter mit dem vierten Teil. Ich wünsche euch bis dahin viel Erfolg, viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss!